So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meines neuen C-Sharp und XNA 4.0 Tutorials. Ja, was wollen wir denn heute bzw. in den kommenden 2,5 Stunden so alles Schönes machen? Wir wollen ein Spiel programmieren, wo die Basics von XNA so halbwegs ein bisschen erklärt werden. Und ja, was halt ein cooles Spiel ist. Ich glaube, man sieht es schon am Namen oben. Es wird ein Pong werden. Und es ist ein ganz normales Pong, was man auch hier vom C64, diese ganz normale, das ganz normale Pong-Spiel halt und mit den zwei Schlägern. Und das wollen wir dann heute halt machen. Leckt ein bisschen, aber das ist aufnahmebedingt und Windows-Emulationsbedingt. Und ich bin so gut da drin. Nee, also so wird das halt am Ende dann so ungefähr aussehen. Nicht gleich, aber so ungefähr zumindest. Und das erklärt dann wirklich, wie schon gesagt, die Basics und ein bisschen C-Sharp kann man da auch noch lernen. Für die, die es in Visual Basic oder VB.NET schreiben wollen, das geht auch. Man kann es dann auch für VB.NET installieren, glaube ich. Ja, so war's. Und das heißt, ihr habt, alle haben was davon, außer die C-Leute, die haben nichts davon. Haha. Ja, so wird es dann für die ersten paar Teile aussehen. Wir werden die grundlegenden Einzelelemente bauen, wie den Ball, dann die Pedals, die Bumpers, die für die Kollisionsabfrage sorgen und den Text. Den werden wir uns dann zuerst in einzelnen Klassen zusammenbauen und dann am Ende erst wieder alles zusammensetzen und die Game-Logik dann darum bauen. So, wer. Boah, wenn ihr wollt, dann können wir das Ganze dann noch komplexer machen. Wir können das Ganze dann noch mit einer KI ausstatten. Eine KI ist jetzt nicht so schwer. Ist eigentlich nur ein Random Generator. Und wir können dann auch noch das Four-Way Pong machen. Das Four-Way Pong sieht im Grunde so aus. Ja, also wir haben oben, unten, rechts und links die Pedals und unser Score-System funktioniert dann etwas anders mit dem Ausschlussverfahren. Das heißt, wer dann eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, fliegt raus. Wenn wir dann dieses Four-Way-Pong haben, dann könnte man gegebenenfalls, je nachdem, wenn ihr Lust habt, das in die Kommentare schreiben, das Ganze noch Server- und Client-mäßig machen. Das ist jetzt die Server- und Client-Version. Kann ich euch leider nicht zeigen, da das IP gebunden ist. Das heißt, wir können nur einen Client pro IP laufen lassen. Aber das kann man dann am Ende machen. Ich möchte euch jetzt heute nur was, oder in den Videos jetzt das Grundgerüst zeigen, woraus das Pong besteht, wie die einzelnen Teile gemacht werden und was die Game-Logik dahinter ist. Das möchte ich euch dann heute zeigen. Und wir fangen halt dann zuerst mit den einzelnen Klassen an, wie schon gesagt, und arbeiten uns dann halt vor, bis wir dann halt dieses Game sehen, was wir da eben gesehen haben. Und ja, ihr braucht dazu eigentlich nur so ein bisschen C-Sharp-Kenntnisse und vielleicht für euch zwei Musikdateien. Eine muss WAV sein als Kollisionssound und eine muss irgendeine MP3 sein oder so, die halt als Hintergrundmusik eingesetzt wird. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Ich werde die Klassen so oder beziehungsweise das so schreiben, dass man das wählen kann nachher, ob ihr Hintergrundmusik oder allgemein irgendwelche Töne haben wollt. Aber wenn ihr das so gemacht habt wie ich, seid ihr darauf vorbereitet, dass ihr halt die verschiedenen Dateitypen an Musik handeln könnt. Und darauf komme ich dann, wenn ich die geht dann aufs passende Video, dann seht ihr das. Gut, wir fangen an. Und hier kommt jetzt ein kleiner Cut und dann sage ich bis gleich. Tschüss. Wir sind hier bei 2010, ich habe es auch 2012, aber bei 2012 funktioniert das XNA noch nicht. Doch, es gibt zwar Methoden, wo es funktioniert, aber jo. Ich hatte keinen Bock mehr zu installieren. Ich hätte das gern wieder hier. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr, dass ich das. Wie geht denn das? Ach ja, so ging das. Da ich das so mache, weil bei mir ist der Bildschirm nicht in der Mitte. Das heißt, so ist es für mich relativ mittig. So. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr DirectX und so und hier Net Framework 4 und ich glaube, es gibt schon 4,5, ne? Nö, habe ich auch nicht installiert und XNA Game Studio 4.0 installiert habt. Wir gehen auch davon aus, dass, oder ich gehe davon aus, dass ihr so ein bisschen C-Sharp-Kenntnisse habt oder zumindest Visual Basic, weil das ist eigentlich relativ ähnlich.
XNA ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ich meine, das Einzige, was halt neu ist, ist das Malen des Ganzen. Sonst berechnen wir die Position ganz normal mit Position A plus Position B ist dann Position C und so. Ja, sowas wird dann halt, sollte man können. Aber sonst ist XNA halt relativ selbsterklärend sogar. Und wir fangen jetzt mit einem neuen Projekt an, ein Windows Game 4. Wir können das direkt für die Xbox bilden lassen, also das Problem besteht nicht. Der Code ist zu 99,9% kompatibel damit. Ein paar Sachen müssen geändert werden für den Game Controller, aber das sollte jetzt auch keine so große Hürde sein, das Ganze zu machen. Wir nennen das mal Tut Pong. Ja, also ein neues Tutorial mit Pong. Und das erste, was ich jetzt hier machen werde, ich werde die Grafik des Ganzen runterschrauben. Das werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Also, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Komme ich jetzt gleich noch zu. Aber zuerst werde ich hier machen Projekt Pong-Eigenschaften. Vorher Projekteigenschaften. Und dann gibt es hier diese Game Profile. Es gibt einmal diesen High Def, also High Definition. Das High Definition Zeug. Und dann gibt es einmal hier den Limited API Support Zeug. HiDev geht halt richtig an die Hardware. Also, wer das Game Racing Sample kennt, da gibt es also so fertige Rennspiele und Minecraft-Klone und so gibt es ja auf der Seite creators.xna.com. Da wird dann dieses HiDev-Profil benutzt, weil man da halt dann richtig auf die Grafikkacke hauen kann. Aber da die virtuelle Maschine es nicht schafft, beziehungsweise nur DirectX 9 und eine emulierte Grafikkarte, muss ich das jetzt leider so machen. Ihr könnt es natürlich dann auf HiDef stehen lassen. Und ja. Ich kann euch auch gerne auch mal zeigen. Ich spiele das jetzt mal in dem Modus, wo ich es nicht kann. Dann bekommt diese coole Meldung, deine Grafikkarte hat keinen Support für die Software. Und wenn wir das jetzt im normalen Modus bilden lassen, so sollte das bei euch auch aussehen. Ihr seht, wir haben jetzt hier so ein blaues Fenster. Und das ist unser Spiel. Der Vorteil halt an XNA ist, dass wir ein komplett fertig initialisiertes Fenster haben, ohne irgendwas zu schreiben. Ja, also wir sehen uns, unser Game funktioniert, unser Fenster funktioniert und wir haben keine einzige Zeile Code geschrieben. Wenn ich da jetzt mit C und irgendwie DirectX bzw. OpenGL anfangen würde, mir da irgendwas zu basteln, dann brauche ich da erstmal 100 Zeilen, um Fenster zu initialisieren, was dann halbwegs läuft. Das ist halt der Vorteil des Frameworks. Das heißt, wir drücken auf Start und es funktioniert. Und das ist halt der ganze Vorteil an der ganzen Geschichte. So, wir sehen, wir haben jetzt hier tonnenweise Kommentare drin. Eigentlich lasse ich die drin, aber ich mache jetzt diese Riesenteile dann mal raus. Ich meine, die braucht ja jetzt eigentlich kein Mensch. Sprite-Batch, das brauchen wir noch. Die Game-Logik kommt natürlich, bleibt natürlich, aber die kommen nicht da rein, die machen wir in extra Funktionen. Und zwar hier diesen Riesenteil, ja, das braucht eigentlich kein Mensch. Initialization-Logik haben wir eigentlich keine. Na, ein bisschen haben wir, aber das kommt nicht da rein. Und so. Das heißt, wir haben jetzt, ich speichere das einmal kurz, unser Projekt. So. Wir haben hier unser Projekt und wir haben jetzt die unnötigen Kommentare entfernt und wir machen jetzt erstmal, wir ändern jetzt erstmal eine Sache und zwar ändern wir hier unten in der Draw-Funktion in Graphics Device Clear, ändern wir in Schwarz. Wir wollen einen schwarzen Hintergrund haben und wir gucken uns das mal an. Hat doch schon mehr Pong-Style, eine schwarze konsolenähnliche Anwendung, die noch nichts macht. Ja, also das ist das erste, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt, das können wir jetzt nochmal kommentieren. Set Background Color. So. Die machen wir jetzt alle zu. Mag das zu machen. So, aber das erste, was wir jetzt machen, wir wollen mit der Klasse anfangen. Mit der Ballklasse. Wollen wir mit der Ballklasse anfangen? Ja, stimmt schon. Ball ist immer das Interessanteste, deswegen tue ich jetzt mal das Interessanteste am Anfang. Also die Bewegung des Balls auszuführen ist auch mega interessant, aber danach wird es langweiliger, ja. Also bis zum Sound ist dann der langweiligste Punkt des Ganzen erreicht. Deswegen fangen wir mal mit dem
interessanten Teil an, dass hier nicht alle einschlafen bei diesem Tutorial. Und dazu gehen wir jetzt Rechtsklick auf Tutorial Pong und sagen, also hier kann man das übrigens hier Create a Copy for Xbox 360. Das heißt, wir können das da direkt für die Xbox bilden lassen und dann auf die Xbox, wenn wir eine haben. Ich habe keine, rüberkarren lassen. Gut, wir sagen hinzufügen neues Element. Das braucht jetzt wieder Stunden. Klasse ist schon ausgewählt und die Klasse nennen wir jetzt einfach mal Ball. Richtig kreativ. Und das, was ich eigentlich immer mache, ich kopiere mir hier den Schrott. Man weiß nie, wofür man ihn braucht. Deswegen kopiere ich mir das jetzt auch mal hier oben in den usigen Teil rein. Und lasse die Klasse vom Game 1 erben. Das heißt, dass wir die Funktionen, also einfach gesagt, die Funktionen aus der Klasse Game 1 noch benutzen können, beziehungsweise auch die Variablen teilweise, je nachdem, wie wir sie gesetzt haben. Wir brauchen wahrscheinlich die Game Time nachher, aber lassen wir uns das, lassen wir, machen wir später. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere schöne Klasse, Game 1. Und wir wollen einen Ball machen, ja? Und unser Ball besteht aus einem Rechteck. Also ohne Textur. Und dieses Rechteck hat tatsächlich noch eine andere Funktion. Dieses Rechteck hat die Funktion zur Kollisionsabfrage. Wir müssen ja irgendwie gucken, berührt unser Ball ein anderes Objekt wie Paddle Bumpers oder noch ein Ball. Also wir können ja so, es gibt ja so ein Instant Pong-mäßiges Zeug machen, wo wir dann auf Knopfdruck dann 100 Bälle spawnen lassen können. Und das können wir halt dann so machen. Und da brauchen wir natürlich auch eine Kollisionsabfrage, ob die Bälle zum Beispiel gegenseitig berühren. Und dazu benutzen wir ein Rechteck und wir benutzen gleichzeitig das Aussehen des Balles. Das ist ebenfalls ein Rechteck. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, für unseren 8-Bit-Style-Pong-Zeug haben wir Schulz. Brauchen wir nicht so viel schreiben, ja. So, fangen wir mit dem Rechteck an. Das Rechteck ist ein Typ Rectangle. Und das nehmen wir mal Ball Rekt, also das Rechteck des Balls. So. So, dann brauchen wir Public Vektor 2, ja, also zwei Punkte, x, y. Und das Ganze nennen wir Ball. Ich schreibe das immer mit Unterstrichen, das ist so eine Angewohnheit. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Variablen zumindest von unserem Rechteck. Das heißt, wir wissen die Startkoordinaten und wie breit und wie hoch das ganze Teil ist. Und wir müssen natürlich wissen, an welcher Position soll unser Ball sein. Dafür haben wir Vektor 2, also die zwei Koordinaten x, y. Und die belegen wir, da steht halt die Ballposition drin und nachher malen wir auch diesen Vektor 2 und dann wissen wir genau, unser Ball ist jetzt bei Pixel 100, 200 und dann ist genau da der Ball. So, dann brauchen wir noch ein Public Integer, also eine Zahl ohne Komma und so. Einmal Width und einmal Height. So, das heißt, wir wissen jetzt hier, wie groß unser Ball ist. Soll unser Ball jetzt 10 mal 10 Pixel sein oder 100 mal 1 Pixel? Ja, dann wäre unser Ball eine Linie, aber wir wollen ja wahrscheinlich ein Rechteck, ein Viereck haben. Und deswegen brauchen wir die beiden Variablen noch, damit wir wissen, wie groß es ist. Oder im Server, wie bei meiner Anwendung, kann man mit dem, wenn man Shift und hoch runter hält, kann man die Ballgröße verändern. Das heißt, man kann den Ball rein theoretisch einmal 1 Pixel machen. Ob man das dann noch aufhalten kann, ist jetzt die andere Geschichte, aber sowas, solche Spielereien kann man dann halt damit einfügen. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Public Float und das nennen wir Ball Speed. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein, wie schnell soll der Ball sich bewegen. Und ja, ich glaube, das reicht. So, das nächste, was wir brauchen Public Bool. Denn der Ball bewegt sich ja, der Ball weiß nicht, in welche Richtung er weiß jetzt, wo ist der Ball. Er weiß, wie groß ist unser Ball. Und der Ball weiß selber, wie schnell er sich bewegen soll. Das heißt, bei jedem
Frame in Anführungszeichen, weiß der Ball, er müsste jetzt irgendwo hin, 10 Pixel weiter. Aber er weiß nicht wohin, er weiß nicht in welche Richtung. So, und deswegen brauchen wir ein Bool, beziehungsweise vier Stück für die einzelnen Richtungen. Also oben und rechts, links, also immer diagonal, ne? Und deswegen machen wir uns jetzt mal so ein paar Bools, ein paar Booleans. Das nenne ich immer MV, also Move, wohin, also Richtung, oben, unten. Also Down für Down und U für Up, hoffentlich logisch. Und dann haben wir immer Turtle Right. Komma, MV, Up, Right. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal nach rechts, nach oben und nach unten bewegen. Also diagonal nach rechts oben und diagonal nach rechts unten. Aber eigentlich noch nicht ausreichend. Wir wollen auch noch in die andere Richtung. Das heißt MV, Down Left und MV, Down, Ups, Up, Right. Left, sorry. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere vier Richtungen. Und ich mache das mal so. Ich hoffe, das ist leserlicher. Gehe ich jetzt eigentlich nicht von aus. Ja, also Richtungen des Balls. Machen wir uns mal Bemerkung 6,0F. Das ist der Speed, der bei mir standardmäßig war. Ja, dann ist das die Größe. Und den Rest lasse ich jetzt einfach mal. Der sollte selbsterklärend sein. So, damit haben wir jetzt erstmal alle unsere Variablen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Programmierteil. Ich meine, Variablen können wir ja eigentlich immer setzen. Aber naja, so. Und wir fangen an. Wenn wir uns eine neue Instanz des Balls kreieren, also zum Beispiel Ball gleich geiler Ball gleich New Ball, dann brauchen wir erstmal den Konstruktor, der unserem Ball erstmal die ganzen Werte zuweist, beziehungsweise als erstes aufgerufen wird, wenn wir eine neue Instanz des Ganzen kreieren, des Balls. Und dieser Konstruktor hat keinen Rückgabewert, muss public sein und heißt lustigerweise genauso wie unsere Klasse heißt, sondern einfach Ball. So, diesem Ball, in diesem Konstruktor können wir jetzt die einzelnen Parameter setzen des Ganzen. Also wir können zum Beispiel sagen, wir setzen den Float Speed gleich 6.0f. Da wir hierhinter direkt einen Wert gesetzt haben, ist dieser Parameter optional. Bei der Xbox-Variante geht das, glaube ich, nicht. Da müssen wir den Wert immer geben. Also wir können nichts Optionales da veranstalten. Und ich sage jetzt einfach mal, das heißt, wir können direkt beim Initialisieren des Balls oder beim Createn des Balls direkt die Geschwindigkeit mit angeben. Das ist ganz sinnvoll. Deswegen habe ich das damals auch nur beim Ball gemacht, da das jetzt für unsere Geschichte reicht. So, ich würde sagen, wir machen kurz direkt weiter. Wir machen mal kurz int, width, int height. Und das sind, glaube ich, die ganz normalen Parameter. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und die weisen wir jetzt erstmal unseren Variablen zu, weil wir können jetzt von diesen Variablen nicht einfach auf Variablen auf andere zugreifen. Deswegen weisen wir diesen Variablen jetzt erstmal diese Werte zu. Den geben wir euch aber auch noch optionale Werte. Wir machen 10 mal 10 Pixel, würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht, wie es bei mir jetzt war. Gucken wir mal kurz nach, was unser Ball da bekommen will. Moment, wo steht das drin? Geben eins, da müsste irgendwo der Ball. Ich glaube, war auch 10, glaube ich jetzt einfach mal. Ah, 20 war der sogar. Jetzt fällt es mir wieder ein, der war 20, der Ball. Der war relativ groß. Dann machen wir mal 15 draus, ja. So, also sys,
Würf gleich Würf. So, sieht jetzt relativ lustig aus. Sis, Würf gleich Würf. Ja, fragt man sich jetzt erstmal, was soll diese Konstruktion? Die Konstruktion sagt einfach nur, mit Sis meine ich nicht Sis, sondern mit Sis meine ich Sis. Ja, hört sich ganz lustig an. Das heißt einfach nur, wenn ich jetzt Würf gleich Würf schreiben würde, dann würde der einfach das ist gleich das. Aber ich möchte ja nicht das gleich das setzen, das macht ja erstens überhaupt keinen Sinn und aber und macht, ja, macht erst recht keinen Sinn. Sondern ich habe das gemeint. Deswegen sage ich hier einfach sis und damit meint er immer das. Ja. Sis Punkt. Was haben wir? Height brauchen wir noch. Height gleich Height. Und sis Speed, Ball Speed gleich Speed. So, der Lustige ist, hier kann ich das Sys jetzt weglassen, da es unterschiedliche Namen sind. Die Sys kann man, oder ist jetzt in diesem Fall nur da, weil wir zweimal die gleichen Namen haben. Das heißt, hier heißt es Würf und hier ist es exakt gleich. Und weil hier die Variable Ball Speed heißt und nicht Speed wie hier, kann ich das hier weglassen, hier wird trotzdem zugewiesen. So, das nächste, was wir bei unserem Init machen müssen, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass alle Richtungen auf voll sind, weil wir können mit dem Ball nicht in zwei Richtungen gleichzeitig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal alle auf voll setzen. Also MV gleich false. Da. So, das kopiere ich mir jetzt. Mach daraus ein U. Kopiere es mir nochmal rein, mache daraus ein RIGHT und kopiere mir das Ganze nochmal und sage ab. Das heißt, jetzt hat momentan unser Ball keine Richtung. Das heißt, wir haben keine Startrichtung, aber das brauchen wir. Das heißt, wir können uns jetzt einfach erstmal irgendeine Richtung überlegen, in dem der Ball starten soll. Zum Beispiel jetzt Move up white is true. Das heißt, jetzt weiß unser Ball, wenn wir den neu created haben, du sollst jetzt hoch, diagonal, hoch, rechts dich bewegen in der Geschwindigkeit 6F. Ja, also das ist jetzt erstmal, also wir können jetzt mal set start dir. Ja, sollte hoffentlich selbsterklärend sein, dass es die Start-Geschichte ist. Ja, also wir wissen, in welcher der Ball weiß zumindest, in welche Richtung er sich bewegen soll. So, machen wir weiter. Und zwar, wir machen jetzt mit dem Rechteck weiter. Unser Rechteck hat momentan noch keine Startposition. Und das Rechteck weiß noch nicht, wie groß es ist. Also momentan ist unser Rechteck 0. Es weiß nicht, wo es ist. Und es weiß nicht, wie groß es ist. Wie eben schon gesagt, 0. Und das wollen wir jetzt ändern, denn unser Ball kann nicht 0 sein. Wenn unser Ball 0 ist, haben wir keine Position mehr und dann wird es schlecht mit dem Spielen bzw. mit dem Sehen des Balls überhaupt. Deswegen gehen wir jetzt auf unser Ball Rechteck. Vom Typ Rechteck. Hört sich wieder extrem cool an. Und setzen jetzt erstmal die Height. Und die Height haben wir schon festgelegt. Und das ist die Height. So, das Ganze machen wir natürlich auch rekt.wirf gleich wirf. Jetzt weiß unser Rechteck schon mal, es geht 15 Pixel in die Breite und 15 Pixel in die Höhe. In die Höhe nach unten und die Breite bleibt ganz normal, da unser Koordinatensystem ja nicht das normale ist. Sondern ist hier Paint drauf. Gucken wir uns das mal kurz auf Paint an. So. So. Jetzt kommen wir, die Zeichenskills kommen jetzt mit geraden Linien und so. So. Ah, so. Pinsel. Oh ja, ich bin so gut da drin. Das glaubt man nicht. So. Das heißt,
heißt, wir haben hier im Grunde x. Komm. Ach, ich muss Essig. Meine Kacke. So, fett. X haben wir hier. Und wir gehen hier nach Y, ja? Also so ist das aufgebaut. Ja, und hier ist dann 0, 0. So ist unser Koordinatensystem im Grunde aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht das, wo in der Mitte ist, dann geht es nach unten, nach oben, nach rechts und links, sondern wir gehen so. Das heißt, wir gehen nach unten mit positivem Y. X bleibt gleich. Ich weiß, ich habe eine super Idee. Ihr kriegt da wahrscheinlich, mal gucken, ob ihr das kriegt, das Projekt. Und das ist jetzt. Könnt ihr auch später nochmal gucken. So. So. Ich weiß gar nicht, wie ich das drauf gekommen bin, aber machen wir erstmal weiter. So, unser Rechteck weiß also jetzt, wie groß es ist, aber es weiß noch nicht, wo es anfängt. Und deswegen fangen wir mit der Balvekt. Punkt. Jetzt fangen wir an mit x, also Koordinate x-Koordinate. Gleich. Klammer auf, int. Wir wollen eine Konvertierung. Balpos Punkt x. Gut. Das kopiere ich mir jetzt. Ich mache das Ganze für y. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Rechteck weiß jetzt auch unsere Startposition des Ganzen. Aber die Startposition setzen wir jetzt momentan bei Post gleich Vektor 2 Punkt 0. Das heißt nicht 0, wie heißt denn das? 0, ne? Genau. Wir setzen das jetzt erstmal 0, 0. Das heißt, ja. Also hier setzen wir wieder Rekt Größe und Rekt Pos. Und hier habe ich das Y klein gemacht, dass er das nicht automatisch korrigiert. Na egal. Und hier ist Set Start Pos. So. Und damit ist unser Konstruktor im Grunde fertig. Ja, also das heißt, unser Ball kennt jetzt schon mal beim Initialisieren seine Größe, seine Farbe, ja, Farbe jetzt nicht, Farbe können wir später noch festsetzen. Oh, was könnte es noch? Ja, eigentlich so gut wie alles, was er wissen muss. Gut, machen wir weiter mit der Blick Void, also kein Rückgabewert, beziehungsweise ja, genau. Update. Müssen wir noch hinter rechts schreiben können. Update. Braucht keinen Parameter. So. In der Update-Funktion wird eigentlich nichts anderes gemacht als neue Ballposition setzen. Gucken, ob eine Kollision stattfindet. Und die Richtung Geschwindigkeit setzen. Ich glaube, oder was das? Überleg jetzt gerade mal. Nee, das war's. Gut. Mir fällt jetzt noch was ein. Wir müssen noch. 15 ist Kacke. Wir müssen 20 nehmen. Und hier müssen wir. Moment, wir sind hier bei der Post, ne? 10 abziehen. Hat den einfachen Grund, wir gehen von der Mitte des Balls aus. So würden wir von der oberen linkeren Ecke ausgehen, aber wir würden gerne von der
Mitte ausgehen. Oh, verdenke ich mich jetzt hier gerade. Egal. Werden wir gleich später sehen. So, das erste, was wir in der Update-Methode, ja, in der Update-Funktion, Methode passiert, wir wollen die neue Ballposition setzen anhand der Position, die wir neu errechnet haben. Und wir würden gern die Direction setzen, also wohin der Ball geht, und das machen wir einfach mit einem If. So, damit brauchen wir jetzt insgesamt 4 Stück. Also MV Left haben wir. Wenn das so ist, sonst man könnte jetzt auch vielleicht gleich True machen, das funktioniert auch, aber kürzere Schreibweise. Und wenn es False ist, dann macht man davon einfach ein Ausrufezeichen. Ja, also sehe so sehe jetzt, wenn die Direction nicht gesetzt wäre, also wenn MV D Left auf False wäre, wäre einfach ein Ausrufezeichen davor. So. Jetzt kommt die erste Überlegung. MV Down Left, das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Ballposition natürlich verändern. Da brauchen wir natürlich wieder X. Und wir gehen nach unten, das heißt X. Ne, Moment, wir gehen nach links, das heißt X muss minus gleich, was denn gesetzt werden? Ball Speed, wie schnell wir uns bewegen. Also das heißt, Ball X ist gleich Ball X minus die Ballgeschwindigkeit. So, wir gehen nach unten. Und nach unten bedeutet beim X plus. Ja, also wenn wir gehen, ich habe euch ja eben das Koordinatensystem gezeigt. Ja, könnt ihr nochmal zur Stelle zurückspielen. X, Y geht nach unten und das ist plus. Also wenn wir nach unten wollen, muss X immer mehr plus werden, immer positiver. Gut. Den Block kopiere ich mir jetzt. Ich schreibe das jetzt nicht jedes Mal nochmal neu und mache mit Up Left direkt weiter. Wir wollen nach oben. Und nach oben bedeutet einfach nur, dass Y in den Minusbereich oder immer kleiner wird. Und desto kleiner, wenn zum Beispiel desto kleiner Y wird, desto höher geht das Ganze. Gut. Machen wir direkt weiter. Jetzt haben wir schon mal unsere beiden. Machen wir direkt mal mit Up Right weiter. Okay. Und up white nach white, das heißt, wir müssen positiv oder wir müssen immer positiver im Y-Bereich werden, dass wir immer weiter nach rechts gehen. Und wie wir hier schon gesehen können, up kann bleiben, da wir in den nach minus müssen, wenn wir Y-positiv werden wollen. So, machen wir mit down white weiter. Down white ist einfach nichts anderes als bias plus. Da Y wieder unten geht und deswegen positiv ist. Gut, das Ganze kann man auch mal mit setDir handeln oder kommentieren. Ich mache jetzt hier einfach mal die Leerzeilen weg. Ich hoffe, das ist jetzt hier so verständlich. Gut. So, und jetzt machen wir jetzt direkt mit, ich weiß nicht, ob wir mit dem Bouncing weitermachen, denn ich weiß nicht, ob ich das Bouncing jetzt in die komplette Game-Logik verschieben. Wir verschieben das komplett in die Game-Logik, habe ich jetzt gerade beschlossen. Das ist nachher einfacher, da müssen wir nämlich sonst immer so merkwürdige Aufrufe tätigen. Aber wir machen jetzt erstmal unsere GetSet-Funktionen, das kann man auch mit Eigenschaften, mit Einstellungen machen. Aber wir machen jetzt einfach immer mal eine Public Void, kein Rückgabewert, und sagen wir set unterstrich mv unterstrich down unterstrich left. So. Was wir im Grunde hier machen ist, wir kopieren uns diesen Teil. Und wenn ich diese Funktion aufrufe, möchte ich gern, dass mein Ball runter und nach links geht. Also down left muss hier gleich true sein. Und alles andere muss False sein. So, das Ganze kann ich mir jetzt hier kopieren. So, MV up left. Also wenn wir hoch up left ist hier, das heißt, wir müssen das true setzen. Und alles andere auf False, da es nur eine Richtung geben kann. Ich hoffe auch verständlich.
Ich erläutere es irgendwann nochmal so ab. Whites. Okay. So, das muss false sein. Und wir haben up white, das heißt, das muss auf true gesetzt werden. So, machen wir uns das. So. Und wieder auf false und den Wert up down white auf true. Muss man das hier nur gegen down ändern. Hat er auch gerade schon markiert. So, das war's. Das war unsere Ballklasse.